Lena, sei doch bitte still. Ich Das möchte war doch ich überhaupt Fernsehen schauen. Sei ruhig. Das war ich überhaupt nicht. Okay, oh jetzt. Es ist sehr interessant, was im Fernsehen kommt. Lena, ich habe gesagt, du sollst ruhig sein. Das kam vom Fenster und das war eigentlich ich. Was vom Fan? Oh, Lena, schau mal, was dort am Fenster ist. Lena, ja, schau mal, was da am Fenster sitzt. Was ist das denn? Ich glaube, ein weißer Kakadu von Tierhotel Würdchen. Meinst du? Ja. Meinst du, der ist da entflogen? Ja, bestimmt. Na, dann müssen wir schauen, dass wir den einfangen können. Papa, das war doch, wir waren doch mal im Tierhotel Fötchen. Ja, das stimmt, bei der Einwahl, bei der Eröffnungsfeier. Ja, das ist Lulu. Papa, fall nicht vom Dach und schmeiß Lulu nicht runter. Nein, nein, ich passe schon auf. Ich hoffe, der kommt jetzt auf meinen Arm. Gottes Willen, was machst du denn da oben auf dem Dach? Na, ich wollte doch den Papagei fangen, aber er ist einfach runtergeflogen und schau mal, wo er gelandet ist. Papa, das ist ein Kakadu und kein Papagei. Okay, dann ist es eben ein Kakadu. Landet der einfach auf Lenas Arm und ich bin extra aufs Dach geklettert. Na gut, dann komme ich wieder runter. Papa, am besten rufst du in Tierhotel Fötchen an, dass Lulu entflohen ist. Entflogene Kakadu, okay? Okay, ich rufe dann da an. Ja, hallo, ist dort das Tierhotel Pfötchen? Ich glaube, einer von ihren Kakadus ist bei uns gelandet. Ein weißer Kakadu, kann das sein? Ist bei Ihnen einer entflogen? Ja. Aha, okay. Okay, jawohl. Ja, wir bringen ihn vorbei. Ja, das machen wir. Wir passen auf. Lena passt wunderbar auf. Er ist nämlich auf Lenas Arm gelandet. Ja, schön, Lena. Du hast den Kakadu toll im Griff. So, Lena, dann gib mir mal den Kakadu, damit ich ihn auf seinen Ast stecken kann. Ja, guck mal, der Kakadu hat schon so Hunger, dass er sich in die Schüssel sitzt. Ja, tatsächlich. Na, wahrscheinlich ist er auf Futtersuche gegangen und ist darum bei uns im Haus gelandet. Hohohoho. Ich danke dir, dass du unseren Lulu wiedergebracht hast. Wir werden dir auch ein Geschenk geben. Tschüss, Herr Tierpfleger Mike. Danke für den Apfel. Auf Wiedersehen, Herr Mike. Auf Wiedersehen, Herr Mike. Ich hoffe, wir können mal wieder Ihr Tierhotel besuchen. Ja, gerne. Auf Wiedersehen.